Servus! Ja, heute gibt es wieder mal Get Ready With Me von mir, deswegen schaue ich auch so aus, wie ich ausschaue. Wir sind gestern von Deutschland zurückgekommen, wir waren jetzt 10 Tage in Deutschland und ich habe mir gedacht, ich werde mich schminken und die Kamera umschmeißen. So. Und jetzt steht es ja schief. Ich werde mir auf jeden Fall schminken und euch ein bisschen erzählen, was in Deutschland so war, wie das Haus ist. Es gibt dazu noch einen extra Vlog, aber den werde ich erst einmal schneiden müssen. Da haben wir heute aber nicht sehr viel Zeit, haben wir ja mal ein Video dazu machen. Also Get Ready With Me, habe ich mir gedacht, wie ich schon gesagt habe, wo ich ein bisschen so erzähle, wie es so abgelaufen ist. Und dann nebenbei schminke ich mich mit den Sachen, die ich mitgenommen habe, die ich aber bis, also eigentlich nie ausgepackt habe. Ich habe sie dort nie ausgepackt, ich habe nie Zeit gehabt, mich zu schminken. Ich bin jetzt an 10 Tage ohne Schminke gewesen und irgendwie habe ich mir erwartet, dass meine Haut jetzt auch schön ist und klar ist. Aber nein, es hat sich eigentlich gar nichts getan. Also, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn ich mich nicht schminke, verändert sich mein Hautbild auch nicht wirklich stark. Bei manchen Leuten, die sagen mir dann, ja, meine Haut ist nach einer Woche ohne Schminken einfach viel schöner oder nach einem Monat ohne Schminken. Ich habe mich schon monatelang nicht geschminkt und wochenlang auch natürlich schon nicht geschminkt. Aber ja, meine Haut verbessert sich dadurch jetzt nicht. Es sind einfach hormonelle Pickel. Die sind einfach hormonell bedingt. Genau, und jetzt gehen wir einmal zu der Woche. Wir sind wann war denn das? Am Samstag in der Früh, ganz zeitig in der Früh, ich glaube um 2 sind wir losgefahren. Und ja, am Vortag haben wir dann uns entschlossen, dass wir die Hunde doch nicht mitnehmen. Erst wollten wir mit den Hunden fahren und ist zum Glück vom Willi die Schwester eingestiegen und ist zu uns gekommen. Und hat die Wochen auf die Hunde aufgepasst. Als erster wollten wir die Hunde die 10 Tage mitnehmen. Zum Glück haben wir es nicht getan, weil unser Grundstück hat zwar eine Mauer um und um, aber es ist eine eben kaputt gewesen. Gut, auf jeden Fall haben wir da noch am Vortag seine Schwester hergeholt. Und ja, am nächsten Tag um 2 sind wir aufgestanden alle zusammen, sind wir ins Auto gesessen. Beide Kinder sind leider schon aufgewacht. Und dann sind wir losgefahren. Wir sind ungefähr 9 bis 10 Stunden gefahren, im Endeffekt ein bisschen länger sogar noch, denn wir haben jede Menge Umwege gehabt. Es waren gerade da, wo wir wohnen, sind sehr viele Umleitungen gewesen, also wir haben kaum hingefunden. Die Umleitungen, also unser Navi hat uns ja immer über diese Umleitung geschickt und es hat irgendwie so gezeigt, als ob es keinen anderen Weg gegeben hätte. Dann sind wir auf einer Buckelpiste umgefahren, also Buckelpisten. Ja, so ein Feldweg, also der war wirklich nicht schön. Und genau, dann sind wir dort gewesen, haben uns das Haus angeschaut, die Nachbarn begrüßt, die was ultimativ nett waren und sehr hilfsbereit. Dann, ja, sind wir direkt einmal aufs Grundstück gegangen. Es war natürlich viel mehr grün wie erwartet, weil die Bilder einfach schon alt waren. Es war sehr viel Efeu, es waren große Bäume und es waren so eine Pflanzen, da waren so eine kleine Kügelchen oben, die was überall Widerhaken gehabt haben. Und wenn du da angekommen bist, hast du die auf den Wand gehabt. Und du hast sie dann nicht runterreißen können, weil diese Widerhaken sich eigentlich auch in deine Finger eingehakt haben. Das, ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Ich denke, das ist so wie bei uns Disteln. Ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Wir haben es auf jeden Fall nicht. Die waren aber sehr hoch und ich habe es dann auch einmal in die Haare gehabt. Das hat weh getan, die rauszuholen. Zum Glück hat mir mein Freund dann geholfen, sie überhaupt wieder rauszukriegen. Ja. dann sind wir auf dem Grundstück gewesen. Aber natürlich haben wir geschaut, wie wir reinkommen. War nicht sehr schwer, weil ins Haus eingebrochen worden ist. Also das Fenster dahin, also hinten rum sind wir gegangen und da war ein Fenster, wo schon eingebrochen war. Sehr schade, weil es war ein neues Fenster. Ich weiß nicht, warum sie dann einfach ein altes Fenster aufgebrochen haben. Aber wahrscheinlich, weil die alten Fenster vorne bei der Straße waren. Na gut, ja, ich bin dann noch einmal zurückgegangen, habe geschaut, ob alles passt bei den Kindern und habe dann auch meinen Schatz gesagt, dass ich jetzt dann direkt ins Haus einsteigen werde. Was im Nachhinein betrachtet sehr unklug ist, wenn ihr in ein Fenster, also auch wenn euch das Haus jetzt, also uns hat ja das Haus gekehrt, aber wenn man in ein Fenster in ein Haus einsteigt, wo das Fenster gebrochen ist, muss man immer daran denken, dass oben alle Scherben sind. Und wenn du da irgendwo ankommst, könnte was runterplumpsen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich war einfach so voller Euphorie und bin dann direkt durchs Fenster reingegangen.
Also das kann ich keinen raten, durch ein Fenster durchzukrabbeln. Es ist einfach ultimativ gefährlich. Am nächsten Tag bin ich erst draufgekommen, was ich da für einen Blödsinn gemacht habe. Zum Glück haben das die Kinder ja gar nicht mitgekriegt. Ich bin dann reingegangen, habe die Haustür geöffnet und diese hintere Tür, dieses Gatter. Und ja, wie ist es dann weitergegangen? Dann haben wir uns das ganze Haus einmal angeschaut, da habe ich die Kamera eh mitgenommen. Es war für mich, hat es alles ein bisschen besser ausgeschaut wie erwartet. Ich habe es mir viel, viel schlimmer vorgestellt. Ich habe gedacht, vermutlich, dass die Decken runterkommt, dass das Dach vollkommen kaputt ist. Ich habe mir halt das Schlimmste schon von allen gedacht, das ist die Nude Palette von Sleek. Ich habe einfach gedacht, dass das alles für ein Po ist und dass das ein totales Drama wird. War es zum Glück nicht, bis auf der Keller. Da sind wir aber dann erst später drauf gekommen, was mit dem Keller so schief gelaufen ist. Also wir sind natürlich auch in den Keller gegangen, haben gedacht, ja, passt alles. Komisch nur, dass kein Bodenplatten drinnen ist. Aber darauf haben wir noch nicht so genau geschaut. Dann sind wir auf den Dachboden gegangen, da hat eigentlich auch alles gepasst. Nur, dass ein Viech reingekommen ist und dabei 3 oder 4 Ziegel hingemacht hat. Und sonst hat eigentlich alles recht gut gepasst. Wir haben dann auch direkt einen Raum, den größten Raum, das hintere Abteil ausgekehrt, dass wir uns dann unsere Sachen noch reinlegen können. Wir haben dann alle Sachen ins Haus gepackt und sind dann zum Ikea gefahren und haben wirklich alles gekauft, was wir gebraucht haben. Wir haben Matratzen gekauft, wir haben Bettwäsche mal gekauft, wir haben Leintücher gekauft, also wir haben alles gekauft. Und auch nicht gewaschen natürlich. Ist sich natürlich nicht ausgegangen. Danach haben wir auch Planen gekauft, haben wir dann alles abgeplant und haben das da drauf gekriegt und dann haben wir uns ein Schlafquartier gemacht im Endeffekt. Dann haben wir eigentlich, glaube ich, nichts mehr an dem Tag gemacht, außer Kerzen angezündet, jede Menge Kerzen, weil es dann auch schon dunkel geworden ist. Genau, und ich glaube, am nächsten Tag in der Früh hat uns so unser Nachbar gefragt, ob er uns mit einem kleinen Mini-Bagger die Einfahrt freimachen soll, weil so viel Efeu war. So hat er dann gemacht, also er hat uns den ganzen Efeu einmal weggeräumt. Dann haben wir endlich unser Auto richtig reinstellen können, ohne dass wir Angst haben müssen, dass es kaputt wird. Und ja, dann haben wir am nächsten Tag war dann Samstag, da haben wir dann gar nichts gemacht, da sind wir den ganzen Tag zu Hause geblieben. Wir haben das erste Mal unseren Energie, wie nennt man das, Stromerzeuger eingeschalten, wo man Benzin reintut und dann kommt Strom raus. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass der sehr, sehr, sehr laut ist. Also wir haben, glaube ich, die ganze Nachbarschaft damit erschreckt. Wir haben das aber dann eine Stunde laufen lassen, dass unsere Handys aufgeladen werden haben können, weil sonst hätten wir überhaupt keine Handys gehabt. Und falls was passiert, wäre das halt blöd gewesen. Genau. Dann haben wir den ganzen Tag eigentlich verbracht, ein bisschen umzuräumen. Eigentlich haben wir nicht viel gemacht. Was haben wir am Sonntag dann alles gemacht? Eigentlich wenig. Sehr wenig. Wir haben draußen ein bisschen freigeräumt, viel mit den Kindern gespielt. Eigentlich war das mehr so ein Familientag. Und am Montag sind wir dann gleich Zement holen gegangen, dass wir unsere Mauer, unsere hintere aufbauen haben können. Die haben wir dann auch schön aufbauen können. Zum Glück. Aber das hat fast bis zum letzten Tag gedauert, weil wir haben, erst habe ich damit angefangen mit den Kindern, das ist kaum was weitergegangen. Währenddessen hat der Willi, also mein Schatz, was hat er dabei gemacht? Das Dach repariert. Und danach die Bäume geschnitten. Und ich habe also nur ganz wenig von der Mauer gemacht und danach ist er rübergegangen am zweiten, dritten und vierten Tag und hat das dann eigentlich bis zum Freitag, also von Montag bis Freitag haben wir dann die Mauer fertig gehabt. Ja, also das hat wirklich lange gedauert und er hat halt noch nebenbei auch noch das Haus gemacht, also das Dach repariert und vorne die Fassade repariert, weil da hat es ein bisschen reingeregnet. Da habe ich dann am vorletzten Tag noch geschaut, ob da das Haus einen extremen Schaden davon gekriegt hat. Hat es aber zum Glück nicht gekriegt. Es war zum Glück nur Oberflächenschimmel, der sich ein bisschen auf der Wand abgebildet hat. Also nicht auf der Wand, sondern auf den, na wie nennt man das? Was man auf die Wand drauf pickt, auf der Tapete, war ein bisschen Schimmel. Dann habe ich diese Tapete habe ich dann entfernt, darunter habe ich geschaut, ob irgendwo Schimmel ist, dann habe ich es weggekratzt. Dann habe ich auch nach oben ein bisschen was runtergeholt, weil ich schauen wollte, ob das Holz noch passt, nicht, dass es uns irgendwann einmal einstürzt. Genau. Was war noch? In unserem Haus ist im Badezimmer schon Fußbodenheizung verlegt worden.
was ich sehr krass finde. Also derjenige wollte ein sehr schönes Haus haben, der was das angefangen hat zu starten, aber hat das leider alles nicht mehr geschafft. Ja, es sind auch noch alle seine Dokumente im Haus vom Vormieter. Die sind alle im Haus, man kann so richtig schön nachvollziehen, was da wohl passiert ist. Wir haben nur die erste Mappe öffnen müssen und da haben wir schon gesehen, die ganzen Schuldner und Rechtsanwälte und so. Also der hat leider ziemliche Probleme gehabt. Ja. Aber das ist ja, ja, da kann man eh nichts machen. Also der hat sich da einfach übernommen und nichts gezahlt. Anscheinend. Gut. So, wo wollt ihr jetzt am weitermachen? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Hälfte vergessen. Gekocht haben wir mit so einem Gaskocher. Kennt ihr den, was man zum Campen mit hat? Da unten die Gasflasche ist und dann zündet man an. So haben wir gekocht. War ja nichts Besonderes eben. Also damit haben wir kochen können. Wir haben bis zum 6. oder 7. da keinen Strom gehabt. Deswegen haben wir auf jeden Fall so kochen müssen. Und Wasser haben wir gar keins gehabt. Das war ein bisschen blöd. Wasser wäre schon da gewesen. Also wenn man in ein Haus zieht, ja, wir haben so schnell wie möglich Wasser angemeldet. Wir haben dann auch bis zum nächsten Tag gewartet, wo sie gesagt haben, es müsste jetzt kommen. Nur ist nichts gekommen, weil, ja, die das halt, also, ich leg noch immer runter. Auf jeden Fall ist das Wasser bei uns einfach nie gekommen, weil wir erst dann was an Test machen müssen, das Wasser mal testen müssen. Und ja, also da haben sie uns einfach im Regen stehen lassen. Auch Strom haben sie gesagt, sie werden uns anrufen, wenn Strom da ist, dass wir Strom schauen können. Die haben uns auch nie angerufen. Am sechsten Tag sind wir dann draufgekommen, eben, dass Strom da ist. Wir wissen nicht, wann das eingeschaltet worden ist. Es wurde auch uns nicht weitergeholfen. Wir haben sehr schwer mit Strom und Wasser Kontakt aufnehmen können. Es war alles ein bisschen schwierig. Das, was ich nicht so ganz verstehe, weil wir sind umgegangen, wir haben uns angemeldet und es wurden bei beiden gesagt, in 3 Tagen ist es spätestens 1 bis 3 Tage wird es dauern, also am 3. Tag müsste es dann ja da sein. Aber sie haben sich halt, ja, sehr quergestellt. Erst wo mein Schatz dann ein bisschen endlich wo durchgekommen ist und dann auch strenger am Telefon geworden ist, haben wir dann Informationen gekriegt. Oder überhaupt Informationen, kann man es gar nicht nennen, aber dann wurden wir wohin geschickt. Also es ist komisch. Also er hat dann richtig den Wassernotdienst oder irgend sowas anrufen müssen, weil die normalen hätten da gar keine Auskunft geben. Zum Schluss sind wir dann aber zu einem netten gekommen, der was uns das mit dem Wasser erklärt hat, was da los ist. Ja. Genau. So, was gibt's noch zum Erzählen? Die Kinder waren sehr brav. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist in Deutschland, dass jetzt alles weit auseinander ist. Also wir haben sehr weit wohin fahren müssen. Also es hat schon alles eine halbe Stunde gedauert, bis wir wo waren. Und es waren immer weite Straßen. Es ist sowieso alles sehr flach dort und sehr weitläufig. Und wir haben echt immer Ewigkeiten gebraucht, bis wir wo waren und dann wieder zurückfahren. Und nicht, weil wir uns erfahren hätten. Nee, das war die schnellste Strecke. Ich meine, mit die Umwege, die schnellste Strecke, weil es waren ja alles Umwege und es war nichts beschildert. Wir haben einfach ja, schauen müssen, wie wir da hinkommen, wo wir hinwollen. War ein bisschen kompliziert. Aber mein Freund hat das zum Schluss dann sehr, sehr gut gemeistert. Zum Schluss haben wir uns da schon richtig gut ausgekannt. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, am letzten Tag, wo wir dann gefahren sind, wollte ich am liebsten bleiben. Also, es hätte mich nicht gestört, noch eine Woche länger dort zu bleiben, auch wenn man jetzt kein Wasser hat und ja, alles ein bisschen dürftig da drinnen ist. Aber man fühlt sich jetzt dann trotzdem, vielleicht weil wir ja ganze Wochen dort waren, schon sehr zu Hause dort. Wir wollen das eben ja für Ferien benutzen und später dann, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, vielleicht dort umziehen, vielleicht sogar in der Pension, wir wissen es doch nicht. Bei mir ist die Pension noch recht lang hin. Aber ja, das ist so der Gedanke. Ja, und wir haben auch sehr viel eingekauft dort. Was wir mitgenommen haben, Lebensmittel. Wie heißt das? Krug haben wir sehr viel mitgenommen. Wie ist denn diese Firma? Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das
ist eine Kaffeefirma, hat aber auch Milchshakes und so eine Sachen. Was haltet ihr von dieser Firma? Wir halten uns von Nestlé fern. Ob ich sagen muss, normalerweise halten wir uns auch von Nutella fern, aber Nutella haben wir jetzt trotzdem mitgenommen, weil es einfach so billig dort war. Billig, aber billiger wie bei uns auf jeden Fall. Deswegen haben wir Nutella mitgenommen. Was wir wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht mehr machen werden, weil es einfach, ja, ich finde die Firma prinzipiell skeptisch, so wie bei Nestlé. Wir haben wir versucht, so wenig von Nestlé zu kaufen, wie es nur geht. Ich weiß nicht, ob wir etwas versehentlich von Nestlé gekauft haben, das kann schon sein. Es passiert immer wieder, dass man was von denen erwischt, weil man, ja doch, es Nestlé ist ja sehr, sehr viel. Also es ist hier, glaube ich, ja, diese ganzen Kosmetikfirmen, da gibt es ja auch sehr viel, die was mit Nestlé zusammenarbeiten, zum Beispiel Body Shop und Kneipp, glaube ich, auch. Also wenn man da schaut, wer alles mit Nestlé zusammenarbeitet, da schlagert man mit die Ohren. Also ich werde auf jeden Fall im Moment bei meiner Kosmetik etwas mehr aufpassen. Ich habe mir auch keine Kosmetik im Urlaub gekauft, nichts. Das war auch für mich etwas Neues. Aber wir müssen jetzt einfach sparen, sparen, sparen. Weil ja, ins Haus muss jetzt doch viel Geld reingesteckt werden. Man muss jetzt dann alles einmal reparieren, man muss es einrichten. Wir müssen überall die Tapeten runterholen, wahrscheinlich die Wand runterkratzen, um einmal zu schauen, ja, die Wand runterkratzen, dass das neue, also dass das alles, was irgendwie brüchig ist, runter ist. Es ist halt doch seit 2012 leer gestanden, das Haus. Angeblich ist es sogar schon vorher leer gestanden, aber dann hat es jemand wieder zum Renovieren angefangen, nur hat es nie fertig gemacht. Ich glaube, weil er in Konkurs gegangen ist, was soll denn da? So. Gut, jetzt habe ich wie war alles erzählt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es uns unten in die Infobox rein. Ich will sowieso ein Q&A machen in nächster Zeit und vielleicht ein eigenes Renovierungsvideo machen, falls ihr Fragen habt. Ich werde aber gleich mal dazu sagen, ich werde nichts so über das Geld reden, denn es ist ein billiges Haus gewesen. Es war eine gerichtliche Versteigerung und ja, aber ich will jetzt nicht so über das Geld reden, weil ich denke mal, ja, man kann sich ja vorstellen, wie billig ein Haus sein kann. Ich weiß es nicht. Für manche wird es sehr viel sein, für manche wird es sehr wenig sein. Gut. Okay. So, jetzt bin ich auch ein bisschen verblendet. Wir müssen nämlich heute zum Tierarzt noch. Also jetzt sind das Renovierungsding einmal aus. Ich frage, also nur wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann werde ich vielleicht noch ein Video darüber machen. Oder natürlich, wenn wir das nächste Mal dort sind, gibt es dann wieder ein zweites Video. Jetzt werde ich das erste Video mal schneiden und dann werden wir wieder dorthin kommen. Das wird ungefähr im November sein und wird es ein neues Renovierungsvideo geben. Ich könnte zwar dann auch schreiben, was ihr gerne gefilmt haben wollt. Oder was ihr sehen würdet von diesem Haus oder was oder keine Ahnung. Gut, weil heute, ich schminke mir jetzt eigentlich nur, weil wir erstens einmal mit dem Hund zum Tierarzt müssen, dann müssen wir von einem Freund was holen. Wir haben einen Freund, der ist leider, kann man es auswandern nehmen, er ist von Deutschland, ist jetzt wieder nach Deutschland zurückgezogen und da müssen wir noch was von einer Freundin von ihm abholen und ja, ist echt doof, dass das mit dir zwar nicht geklappt hat und dass er jetzt dann wieder zurück nach Deutschland gezogen ist. Aber ich denke, wir werden ihn irgendwann wieder mal sehen, hoffe ich mal. Spätestens, wenn er sein Motorrad abholen kommt. Also, wir holen ihm ein Motorrad ab. Genau. Er hat das Motorrad nicht mit nach Hause nehmen können, weil es einfach schwer war. Er ist sehr schnell nach Deutschland gefahren wieder. Ja. Genau, was gibt es noch? Und wir haben heute am Abend im Kindergarten einen Elternsprechtag. Ja, das nennt man Elternsprechtag, sogar schon im Kindergarten. Das ist so süß. Ich bin neugierig, was sie uns so erzählen werden. Ich hoffe, dass die Elna sehr brav ist und dass alles passt natürlich. Aber ja, ich bin schon echt interessiert, was da jetzt so los ist. Aber im Endeffekt, wenn man irgendwas wissen will, kann man ja reingehen und einfach fragen. Aber ich glaube, es wird noch so eine Information sein und vielleicht kriegen wir so einen Zettel, was sie dieses Jahr dann alles machen werden, denn es ist gestern, also das Montag, gestern war Montag, genau, ja,
ist ja das neue Schuljahr oder Kindergartenjahr gewesen. Und ja, die Elna hat natürlich den ersten Schultag, den ersten Kindergartentag, Entschuldigung, den ersten Kindergartentag versammelt, weil wir ja in Deutschland waren. Aber ja, heute ist sie dann das erste Mal jetzt wieder drinnen. Aber sie ist ja schon vorher drinnen gewesen, also glaube ich nicht, dass es so schlimm ist. Sie passt sich eigentlich sehr gut an, glaube ich. Ja, sie liebt ja den Kindergarten am liebsten. Wäre sie im Urlaub auch in den Kindergarten gegangen. Aber ja, wir haben dann eh immer Spielplätze gesucht. Lustigerweise sind die besten Spielplätze dann doch, also immer bei McDonald's. Ich glaube, unsere Kinder waren bis jetzt noch nie bei McDonald's, also vor diesem Deutschlandfahren. Und beim Deutschlandfahren haben wir jetzt dann sogar zweimal bei McDonald's gegessen, weil er einfach ein Spielplatz ist und weil er direkt neben der Straßenbahn ist. Neben der Autobahn. Ja. Und dass die Kinder einfach was machen können, weil 9 Stunden Fahrt ist schon sehr, sehr lange. Da muss man die Kinder halt auch gut beschäftigen. Aber ich glaube, das ist eh klar, dass man den Kindern dann beschäftigt. Ich habe dann sehr, sehr viele Bücher mitgehabt, die was sie bei der Hinfahrt eher weniger geschaut haben. Da haben sie eher mehr geschaut, wohin wir fahren. Und bei der Rückfahrt haben sie dann die Bücher alle fast durchgelesen. Also die Emily hat auf jeden Fall alle Bücher einmal in der Hand gehabt. Und die Elena, die hat sich halt die rausgesucht, die was sie will. Die interessiert dann doch nicht mehr jedes Buch. Genau. Ach ja, und in Deutschland haben wir leider das Töpfchentraining aufgeben müssen. Wir haben jetzt dann in Deutschland eine Windel angeziehen müssen, wegen der Autofahrt, wegen den ganzen Autofahrten. Aber jetzt dann daheim hat bei der Emily alles wieder hingehauen, sie braucht jetzt dann keine Windel mehr über den Tag. Also über den Tag hat sie ja nie Windeln gebraucht, nur in Deutschland. Und es hat zum Glück sofort heute mit dem heutigen Tag wieder hingehauen, dass nichts passiert ist. Also sie versteht das ja, dass sie aufs Klo muss gehen. Das Einzige, in der Nacht braucht sie Windel und da haben wir jetzt die von Rossmann mitgenommen. Die sind richtig gut, die sind so weich und die Emily hat die auch lieber, die zieht sie sich auch selbst an. Die von DM, die findet sie jetzt nicht so gut. Eigentlich wollt ihr die von DM ein paar Mal kaufen, weil sie bei euch in Deutschland einfach billiger sind. Aber jetzt habe ich gesagt, nee, nehme die von Rossmann mit. Ich weiß jetzt nicht, ob die von Rossmann billiger sind wie die von DM. Keine Ahnung, das muss ich jetzt einmal vergleichen. Aber brauche ich eigentlich gar nicht mehr vergleichen, denn ich denke nicht, dass ich noch einmal eine Packung Windeln kaufen muss. Ich hoffe es. Also für die Emily auf jeden Fall. Natürlich fürs nächste Kind muss ich wieder Windeln kaufen. Dann werde ich dann natürlich ein bisschen recherchieren, wo billige und gute sind. Ich finde ja nur immer die vom Hof am besten. Aber über Freundin, die hat ein Kind, das ist jetzt 6 bis 7 Monate alt und die findet die überhaupt nicht gut. Also Meinungen gehen wirklich auseinander. Aber sie hat zum Glück jetzt eine gute gefunden und zwar von, wie heißt die? Von irgendeiner französischen Firma. Die was ihren zusagen. So, ich bin jetzt geschminkt. Ihr habt euch jetzt vollgelabert. Ich hoffe, es war irgendwas Informatives dabei. Ich muss jetzt dann auf jeden Fall noch meine Haare föhnen. Die sind noch nass. Und ich habe ein bisschen dicke Augenbrauen heute gemacht, gell? Boah, sieht echt ein bisschen heftig aus. Aber wir haben ja heute einmal neutraler schminken müssen. Prinzipiell schon. Mal Kindergarten und Tierarzt. Da will ich eigentlich gut auftreten. Also Kindergarten am meisten. Tierarzt wird mir jetzt zerstören, aber ja. Genau. Es ist so schön, wieder gewaschene Haare zu haben. Ich habe sie mal 10 Tage nicht gewaschen. Normalerweise wasche ich sie alle 6 Tage. Aber diese 3 Tage, wo ich mir erst gedacht habe, das ist kein Problem, 3 Tage länger nicht die Haare zu waschen, das war ein großes Problem. Das war nämlich wirklich ein großes Problem, weil die Haare haben wirklich am 7. Tag, wo ich mir normalerweise die Haare wasche, so zum Jucken angefangen und so zum Fetten. Ich habe dann versucht, das mit Spray, also mit, nicht mit Spray, wie heißt das, mit Trockenshampoo wieder zu reparieren und es hat überhaupt nicht hingehauen. Also es wurde wirklich, dieses Trockenshampoo, ich hätte meine Haare rausreißen können. Also es hat nur so gejuckt, aber eins muss ich dazu sagen, 10 Tage ohne Waschen der Haare und ich habe keine blutigen Stellen auf meiner Kopfhaut, seht ihr das? Normalerweise, wenn ich so euch die Kopfhaut sonst zeigen würde, hätte ich alles blutige Stellen und ich habe keine einzige blutige Stelle auf der Kopfhaut. Normalerweise habe ich immer irgendwo offene Stelle, weil ich eben ja, sehr empfindliche Kopfhaut habe, aber dieses Mal nicht. Ja.
Jetzt habe ich sehr viel erzählt. Ich hoffe, es war irgendwas für jemanden dabei. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Aber ich wollte euch diese ganzen Sachen einmal erzählen. Und ja, und es wird natürlich dann Renovierungsvlogs geben. Ich werde euch meinen Kanal oben verlinken, wo dann die Vlogs online kommen. Und ja, und Haarausfall wird es extremen. Sieht man das? Den habe ich auch noch. Aber wahrscheinlich einfach nur, weil ich so lange nicht gewaschen habe. Dann kommen immer mehr Haare raus. Also da kann ich mir wirklich Haare ausreißen im Moment. Und sieht man überhaupt nicht. Egal. Jetzt verabschieden wir aber wirklich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Für euch.